Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde und Zuschauer von ParkTube. Es ist eine Weile her, dass wir jetzt miteinander gesprochen haben, und zwar hier in diesem Format, in dem Podcast-Format von ParkTube. Ja, ParkTube besitzt ein Podcast. Oha, siehe da. Er hat ihn lange nicht mehr benutzt, denkt sich da ein oder andere vielleicht jetzt von euch. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, also bei mir ist das Problem halt, dass ich mit dem Podcast viele Themen halt loswerde, ja, oder Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Was aber zu beachten ist bei ParkTube, dass ich ja nebenbei Livestreams mache, ja, und die Livestreams sind ja in einer gewissen Vielzahl vorhanden hier auf ParkTube, ja. Ich meine, wir sind jetzt bei Lifted aus der Pandemie. Das war eigentlich nur ein Nebenprojekt, war dazu geeignet oder dazu gedacht, ja, den ersten Lockdown quasi zu überstehen. Und da dachte ich mir so, hey, machen wir mal einen Podcast und ich meine einen Livestream, und der wurde dann quasi auch umgesetzt, ja, Lifted aus der Pandemie, Let Me In, ja, neues Gimmick entworfen, Pipapo, Studio, so ein provisorisches, ja, das ist alles ein provisorisches Studio, haben wir dann gemacht, und jetzt sind wir tatsächlich bei 70 Livestreams. Ich meine, es spricht für sich. Es spricht einfach für sich, dass ich Livestream-süchtig bin. Vielleicht erklärt das so einiges, ja. Der alte Livestream, der ParkTube-Livestream, der originale, der war ja auch knapp bei 80, auch in einer kurzen Zeit tatsächlich. Zusammengerechnet knapp über 150 Livestreams jetzt. Ja, das könnte vielleicht erklären, warum dieser Podcast, der wie nennt er sich jetzt nochmal? Habe ich total vergessen. Pass auf, das ist aber, ich glaube, First Drop to Talk, so hieß das Ganze, genau. Ohne zu gucken, ich habe noch nicht geguckt. Ich schwöre, ich habe noch nicht geguckt. First Drop to Talk müsste jetzt die aktuell 6. Ausgabe sein. Also wie gesagt, nicht viel für 4 Jahre YouTube, ja. Das sollte man vielleicht hinzufügen. Ja, leider sehr wenig Podcast-Material. Aber wie gesagt, der Lieblingsspruch von mir ist natürlich, ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Vielleicht haben wir auch öfter mal die Gelegenheit, diesen Podcast jetzt mal zu machen. Ja, auf jeden Fall begrüße ich euch herzlich jetzt hier bei dem Podcast von ParkTube, First Drop to Talk. Ich komme so langsam ein bisschen durcheinander mit den Namen. Ich meine, Lifted aus der Pandemie ist jetzt wirklich mega lange am Laufen und auch kontinuierlich. Also jede Woche mindestens 2-3 Mal oder 1-2 Mal. Da kommt man schon ein bisschen durcheinander mit den Namen. Aber hier First Drop to Talk, heute Ausgabe Nummer 6. Ja, was besprechen wir denn heute für Themen? Wie auch immer in jeder Ausgabe dieses Podcasts. Es gab ja nicht viele, aber trotzdem haben wir in jedem Podcast mindestens 2 bis 3 Themen behandelt, beziehungsweise mal angesprochen, miteinander bequatscht, ja. So, ich hoffe, dass diese Ausgabe ebenfalls wieder auf YouTube und Spotify aufzufinden ist. Also wie gesagt, wenn du bei YouTube vorbeischaust gerade, guck mal auf Spotify, das ist auf jeden Fall einfacher, sich einen Podcast reinzuziehen, zum Beispiel beim Autofahren oder was der Geier wo, beim Joggen vielleicht, kann ja auch mal passieren, ja, wenn man schnell von dem Problem wegrennen will. Passt das ganz gut zusammen. Auf jeden Fall, wenn ihr bei YouTube seid, guckt mal auf Spotify vorbei. Und wenn ihr bei Spotify seid, guckt auf jeden Fall mal bei YouTube vorbei. Ob der Podcast auch da aufzufinden ist. Wie gesagt, das sind die 2 Plattformen, die ich für euch jetzt anbiete, was die Podcasts angeht. Ich habe es ja auch mal angesprochen. Ich möchte das gerne auf Apple und iTunes, wie gesagt, mal hochladen. Oder sonst was, wenn ihr Vorschläge habt, wo man noch so ein Podcast hochladen könnte, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wo man das machen könnte, oder eine private Nachricht an ParkTube oder an parktubegmx.de, das ist die E-Mail, da könnt ihr auch gerne Vorschläge geben, wo ihr gerne euren Podcast oder euren Lieblingspodcast am liebsten hört. So, das nun mal vorne hinweg, aber jetzt habe ich gerade angesprochen, wir werden über 3 gewisse Themen heute reden, die werde ich jetzt kurz mal inhaltlich erklären bzw. erläutern, worüber es denn heute geht. So, auf jeden Fall die Themen für heute, für diese 6. Ausgabe des ParkTube Podcasts sind: Danke an die Freizeitparks, ja, da werde ich mich gleich nochmal persönlich bedanken, dass wir das Ganze in der
Corona-Krise erleben durften, was wir erleben durften. So, das werde ich auf jeden Fall mal wiedergeben. Also auch ausführlich nochmal eine Dankessage quasi, ja, Freestyle-mäßig rüberbringen. So, dann wer wird leiden beim nächsten Lockdown, beziehungsweise der Lockdown ist gerade aktuell. Und wer leidet wirklich darunter, das werden wir auch noch kurz besprechen. Und außerdem als letzter Punkt, und das ist mein persönliches Highlight, weil natürlich, das werdet ihr jetzt auch heraushören, Zukunft von Parktube Studio, beziehungsweise von dem Livestream Studio. Was erwartet euch in den nächsten Monaten hier auf Parktube? Es wird nämlich einige Veränderungen geben nach dem Lift aus der Pandemie. Ja, wenn die letzte Ausgabe erklingt hier, also auf diesem Kanal, dann wird es ganz viele Neuerungen geben. Auch für den Kanal, beziehungsweise auch für das neue Studio. Und das werde ich dann auch am Ende, beziehungsweise als letztes Thema behandeln mit euch. Und versuchen zu erklären, was denn so passieren wird. Aber wenden wir uns jetzt dem ersten Thema zu. Und zwar danke an die Parks. So, kurz mal durchschnaufen, ein Schlückchen trinken. Und es geht sofort los. Das heißt, macht euch bereit, streckt euch, setzt euch gemütlich hin oder legt euch hin, wie auch immer ihr diesen Podcast hört. Ihr nehmt eine gemütliche Position ein, um das Ganze hier genießen zu dürfen. So. Danke an die Parks. Warum nehme ich dieses Thema jetzt in meinen Podcast hinein? Nein, ich habe kein Corona, sondern ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. Es tut mir leid. Aber Professionalität zeugt ja so ein bisschen vom Künstler. Von daher sehr professionell wieder unterwegs, der liebe Andi. Nee, auf jeden Fall, warum nehme ich dieses Thema? Und zwar, weil ich wirklich aus tiefstem Herzen Danke sagen möchte. Danke an die Parks, die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben in dieser komischen, also die ist wirklich noch sehr weird, diese Situation, die wir gerade momentan noch haben und vielleicht noch ein bisschen länger mitleben müssen. Und zwar die Corona-Krise. Ja, darüber haben wir, glaube ich, vorletzten Podcast geredet. Ich weiß es nicht, aber da haben wir gerade quasi angefangen, darüber zu sprechen, weil es ganz neu war. Ja. Und jetzt haben wir so ein bisschen ein paar Monate nach diesem Podcast. Also auf jeden Fall ganz interessant, wenn man sich den Podcast davor anhört und jetzt den danach. Ich denke mal, da liegen ein paar Welten dazwischen. Und da wird mich auch die Meinung von mir noch interessieren. Aber da muss ich später mal reinhören nochmal. Auf jeden Fall haben wir jetzt wirklich eine sehr, sehr doofe Situation. Eine sehr unnötige Situation auf dieser Welt. Und zwar die Corona-Krise hat sehr vieles lahmgefahren. Das öffentliche Leben lahmgefahren, ja. Freizeitaktivitäten sind lahmgefahren, beziehungsweise wurden kurzzeitig lahmgefahren, ja. Das heißt, wir hatten einen Lockdown, der Ende März stattgefunden hat. Der erste Lockdown, der ging jetzt bis, sage ich mal, Anfang der Sommerferien, bis Ende Mai, Anfang Juni. Ich glaube, der ging sogar einen Monat, eineinhalb Monate ging der erste Lockdown und da musstest du wirklich zu Hause sitzen, du durftest nichts machen, beziehungsweise du durftest nur rausgehen zum Einkaufen. Und das war ja schon wirklich eine Situation, die wirklich surreal war. Also man saß hier, ja, da habe ich dann überlegt so, hey, ich kann jetzt hier nicht sitzen, nichts tun, ja, weil ich durfte meinen Job dann auch nicht mehr weiter verfolgen. Da wurde auch alles auf Kurzarbeit gestellt und wir durften nicht zur Arbeit kommen, weil war geschlossen. Dann kam halt kurzzeitig die Idee mit dem Liftel aus der Pandemie. Das ist jetzt eine Nebensache, ich weiß. Aber ich musste ja irgendwie klarkommen, ne, mit der Zeit irgendwas anfangen. Und dadurch kam dann dieser Livestream, den wir gerade noch aktuell auf dem Parktube-Kanal betreiben. Da kam er so zustande. So, das war jetzt aber nur nebensächlich mit dem Livestream. So, wir hatten den ersten Lockdown. So, dann hieß es... wir dürfen die Parks bald wieder aufmachen, ja, mit reichlich gut überlegtem Hygienekonzept. Ich war wirklich sehr gespannt, wie das alles funktioniert. Und erst hieß es, Mitte Mai oder Anfang Mai, Anfang Mai hat man dann überall gepostet, ja, die Parks, es tut mir leid, Freunde, Anfang Mai sollten die Parks aufmachen, dann hieß es Mitte Mai und dann wurde es aus Mitte Mai Ende Mai. Soweit ich das im Kopf habe, Ende Mai, Anfang Juni,
hatten wir dann unseren ersten Freizeitparkbesuch, und zwar im Moviepark Germany, der sehr spontan war, weil wir Probleme hatten mit unseren Jahreskarten. Wir haben uns extra Jahreskarten bestellt. Und ja, die gingen irgendwie am ersten Tag nicht. Dann sind wir quasi am ersten Saisontag in Anführungsstrichen mal zum Moviepark gefahren und haben mal nachgefragt, warum wir uns jetzt mit diesen Jahreskarten, die wir neu bekommen haben, uns nicht anmelden können, beziehungsweise einen Tag reservieren. In dem Fall der erste Tag vom Moviepark, da konnten wir uns nicht registrieren. Ist auch eine coole Geschichte, die erzähle ich mal jetzt nebenbei. Ich meine, wir sind mal im Podcast, hier geht es ja ums Erzählen. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Der will aber irgendwie nicht rausspringen, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einen Schenkel verschluckt aus Versehen. Tut mir dann auch leid. Wir wollten ja uns für den ersten Tag registrieren, ging aber dann auch nicht mit den Barcodes, die wir erhalten haben. Dann haben wir an der Kasse nachgefragt, persönlich sind wir hingefahren, nachgefragt. Und die meinte dann so, ja, komisch, funktioniert nicht so. Und ich so, ja, das ist richtig. Und dann kam die nette Dame uns entgegen, hat dann angerufen, also in der IT-Abteilung. Die IT-Abteilung hat dann wohl gesagt, ja, wir dürfen in den Park rein zum Gästeservice. Und im Gästeservice dann haben wir neue Barcodes, beziehungsweise neue Jahreskarten-Barcodes bekommen, die dann, sagen, binnen 24 Stunden aktiviert sind. Aber aus Kulanz dürften wir dann den Tag direkt da bleiben. Das heißt, der erste Saisontag vom Moviepark Germany waren wir auch tatsächlich da. Auch wenn es nicht offiziell auf dem Parkclub-Kanal geteilt wurde. Außer ein Livestream, den haben wir auch gemacht an dem Tag. Aber einen offiziellen Vlog gab es nicht. Erst ein paar Tage später. Der mittlerweile echt durch die Decke ging. Es erstaunt mich, wie viele Leute doch an das doofe oder an den doofen Moviepark glauben oder anknüpfen. Ich meine, 50.000 Aufrufe für einen Vlog aus dem Moviepark ist schon eine Hausnummer auch für mich gewesen, ja. Selten so eine hohe Zahl bei den Vlogs, aber hey, es funktioniert. Ja, ein Moviepark erreicht doch irgendwie Leute, finde ich auch gut so. Nicht nur wegen mich, nein, sondern auch wegen dem Moviepark. Moviepark braucht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, verdient es auch. Da werde ich auch gleich zu kommen, warum. Also wie gesagt, dann durften wir den ersten Tag im Moviepark rumspazieren und durften auch Attraktionen fahren, aber es war nichts los, ja. Und das war dann der erste Moment, wo ich mit dem neuen Hygienekonzept eines Freizeitparks auseinandergesetzt wurde. Und was soll ich sagen, ich war positiv überrascht, ja. Also der Moviepark Germany, der hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, was das Hygienekonzept angeht, sei es Abstandshalterstriche auf dem Boden, beziehungsweise Markierungen auf dem Boden für die 1,5 Meter, die man einhalten soll. Wirklich an jeder Ecke hattest du Warnhinweise, wie du dich aufhalten sollst oder wie du dich gegenüber anderen Gästen verhalten sollst. Immer 1,50 Meter Abstand zu halten. Auf jeder Mülltonne war dieser Warnhinweis drauf. Auf jeder Tafel war dieser Warnhinweis drauf. Auf jedem Eingangsschild war dieser Warnhinweis drauf, dass du wirklich gucken sollst, dass du 1,50 Meter Abstand zu deinem Nächsten halten sollst und die Maske auch in Q-Lines bzw. in geschlossenen Räumen tragen sollst. Das sind die einzigen Regeln und außerdem, wenn du niesen musst, bitte in die Handbeuge, quasi da, wo dein Ellenbogen liegt, ne? Innerlich, also auf der Innenseite des Ellenbogens. Auf jeden Fall, das wurde sehr gut kommuniziert im ganzen Park. Es gab auch dann jede halbe Stunde eine Durchsage, der komplett durch den ganzen Park ging, auf drei Sprachen, einmal Deutsch, Niederländisch und Englisch, also sehr verständlich und auch sehr laut. Du wurdest wirklich ermahnt. Dann hast du Mitarbeiter, die darauf mega geachtet haben, ob du dich an die Regeln hältst. Also ich erzähle gerade vom ersten Tag des neuen Hygienekonzepts eines Freizeitparks. Und ich war am Ende des Tages mega, 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 mega positiv überrascht gewesen. Es funktioniert. Die Leute halten sich an die Regeln. Alles ist super. Jeder trägt die Maske, da wo er die Maske tragen soll. Und da geht mein erstes Dankeschön schon mal an den Moviepark. Also wie gesagt, es wird noch einige Dankeschöns geben. Ja, es wird noch mehrere Dankeschöns an den Moviepark geben. Aber ich gehe ja
alle Parks, die ich bis dato besucht habe, gehe ich so mal durch, so chronologisch, wie ich sie besucht habe. Und alles, was ich sage, meine Freunde, ist eine persönliche Meinung. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Es ist mir klar, es ist mir bewusst. Aber ich erzähle so aus meinem Nähkästchen, was ich denn so erlebt habe, gesehen habe und gespürt habe. Tatsächlich auch. Nee, also wirklich, das, was ich erlebt habe, erzähle ich hier in diesem Podcast. Wenn es dir nicht gefällt und wenn du mit meiner Meinung nicht einverstanden bist, dann bitte verlasse diesen Podcast sofort, ja, weil es geht hier um die Meinung, die ich mit euch teile. Und ich lasse dir deine Meinung, also lass auch du mir meine Meinung. Das wäre sogar ganz nett von dir, der gerade zuschaut und so ein paar Probleme vielleicht damit mitbringt. Aber hey, wollen wir mal weitermachen. So, das heißt, ich war mit dem Moviepark am ersten Tag wirklich sehr zufrieden. Ich hatte nichts auszusetzen. Ich habe mich sehr sicher gefühlt in diesem Freizeitpark. Und das war ja wirklich nach dem ersten Lockdown. Das heißt, die Menschheit, die war noch ein bisschen unter Schock beziehungsweise noch in Angstposition gestellt. Und für meine Verhältnisse, das, was ich erlebt und gesehen habe, war ich wirklich sehr überrascht. Schade drum, dass die Indoor-Attraktionen wie zum Beispiel der Lost Temple, Roxy Kino war runtergefahren, dann hatten wir auch Time Riders, was nicht fährt, immer noch nicht, ja, also wir haben jetzt Ende der Saison und die ganze Saison über fuhren auch diese drei Attraktionen gar nicht, was ich sehr schade finde und auch die Stuntshow fand nicht statt, dazu komme ich auch später noch, wir gehen ja ein bisschen chronologischer vor. So, nach diesen tollen Tag im Moviepark mit Kulanz, sage ich jetzt mal so. Ach ja, ich habe gar nicht erklärt, warum unsere Jahreskartennummern am Anfang nicht gingen. Pass auf, meine Freundin Jennifer und ich, ja, also ich, der Andi und die Jennifer, wir beide waren mal angestellt im Moviepark Germany, ja, als Ride Operators, waren wir beide beschäftigt, sogar im gleichen Jahr. Jetzt pass auf, irgendwie hat das System unsere Mitarbeiternummern, ja, die Mitarbeiternummern als Barcode wiedererkannt und auf die Jahreskarte geprintet. Somit konnten wir uns nicht mit diesen Barcodes anmelden, weil das ja eben Mitarbeiternummern waren, was ich nicht überhaupt nicht verstehen kann, wie das System auf diese Idee kommt, das umzusetzen. Aber hey, nach langen Hin und Her wurde uns das dann auch erklärt. Also selbst die IT-Abteilung ist da nicht drauf gekommen. Ja, die haben nach mehrmaligen Hinsehen dann gecheckt, so, hä, das ist keine Jahreskartennummer, das ist eine Mitarbeiternummer. Wie kommt das System jetzt da drauf? Ja, ich habe auch keine Ahnung, aber deswegen hatten wir keinen freien Platz, beziehungsweise keine Reservierung bekommen, weil es eben Mitarbeiternummern waren und keine Jahreskartennummern. Also das nochmal nebenbei, auch eine sehr interessante, ja, Erfahrung, die man so mitgenommen hat, nebenbei. Das ist wirklich sehr fragwürdig, warum sowas passiert. Ich meine, 2020 haben wir mittlerweile und da sollte die Technik so langsam eingespeist sein oder wissen, was sie tut. Aber wie wir sehen, klappt das noch nicht so ganz. So, alles klar. Das war jetzt der erste Tag nach dem Lockdown quasi auch. So, ich glaube, direkt einen Tag später oder zwei oder einen Tag später, ich weiß es gar nicht, ging es dann zum Phantasialand, ja. Hab mir dann auch da das Hygienekonzept angeschaut, wie der Park uns die Sicherheit gibt, wie die Leute bzw. die Besucher die Regeln befolgen und. Und vielleicht weiß der ein oder andere Bescheid, was ich gleich sagen werde. Und zwar habe ich da auch natürlich einen Vlog gedreht, dieser Vlog, meine Freunde, war der, sag ich mal, von der Community her der schlecht bewerteste Vlog, Video etc. pp. Was ich aber wiederum nicht verstehe, warum Menschen, die sich diesen Vlog anschauen, diesen Vlog dann wirklich als schlecht empfinden, beziehungsweise nicht informativ oder doof aufgeklärt, verstehe ich nicht. Da muss ich nochmal nachfragen, vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der sagt, hey, es liegt da und da dran. Aber gut, ich werde jetzt erstmal versuchen, meine Ansichten zu erklären. Und zwar waren wir dann im Phantasialand. So, es war auch ein sehr schöner, sonniger Tag, Gott sei Dank.
Wie immer eigentlich, wenn wir eine Saison irgendwo beginnen, egal wo man ist, es ist immer sonnig, es ist immer schön, es ist immer warm. So genau auch Ende Mai oder beziehungsweise Ende Juni ging es dann für uns zum Phantasialand. So, uns auch das Hygienekonzept anschauen und wie das Ganze da aufgemacht ist. So, wir gingen rein, der Leon war dabei, die Jenny war dabei. Ich glaube, wer war noch dabei? Steffi? War die Steffi dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall waren wir drei schon mal dabei. Der Gerd. Ach, weiß ich gar nicht. Egal. Auf jeden Fall waren wir zu viert oder zu dritt. So. So, dann haben wir direkt beim Reingehen festgestellt, es gibt Bodenmarkierungen. Die gibt es tatsächlich im Phantasialand. Also die gab es mal. Und was wir festgestellt haben, ist, dass man auf dem Boden... Oh, das ist jetzt passend. Wir haben gerade Chiapas-Musik. Ich hoffe, das läuft auch synchron zu meinem Sound. Wenn nicht, dann ist jetzt doof. Aber nee, wir hatten auf jeden Fall Bodenmarkierungen und haben festgestellt, dass wir auf dunkelgrauem Boden schwarze Striche und Punkte hatten. Ja, das heißt, man konnte wirklich, also es war wirklich sehr schwer zu erspähen, wo sich der Eingang einer Attraktion befindet. Ich nenne jetzt mal als Beispiel das Pferdekarussell, weil das war das erste, was wir gesehen haben. Das Pferdekarussell hatte so einen kleinen Bogen, so einen kleinen Blumenbogen, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall so einen kleinen Bogen, wo du durchgehst und dann hast du da Bodenmarkierungen gehabt, schwarz auf dunkelgrau, was du auch nicht wirklich direkt gesehen hast. Also ich hatte, hätte ich nicht darauf geachtet, beziehungsweise hätte ich nicht danach gesucht, sage ich mal so, genau, hätte ich nicht danach gesucht, hätte ich diese Markierung auch gar nicht gesehen. Das fiel mir wirklich tatsächlich schwer zu erkennen, wo stelle ich mich denn hier an, wo sind die 1,50 Meter Abstand, weil es waren wirklich sehr kleine Punkte auf dem Boden. Natürlich sieht man die Punkte, wenn man sie sehen möchte. Ja? Also jeder, der sagt, ja, ich sehe die Punkte, weil ist ja klar, ist ja ersichtlich, ist ja okay. Ne? Aber du musst immer daran denken, du bist ein Freizeitpark-Muggel, du kennst dich da überhaupt nicht aus, du achtest auch gar nicht drauf, dann hast du Schwierigkeiten, auf diese Markierungen und diese Punkte zu achten. Ja, ich als Freizeitpark-Enthusiast, als Freizeitpark-Gänger und als Phantasialand-Kenner, ich kenne Phantasialand schon mindestens 20 Jahre in- und auswendig, da muss ich sagen, das fiel mir zwar jetzt nicht schwer, aber ich habe es erst nach dem dritten Mal hingucken gemerkt. Ja, das war das Problem. Fand ich jetzt nicht so geil. Also wirklich nicht. Naja, und das zog sich auch tatsächlich durch den ganzen Park. Alle Attraktionen hatten eben diese schwarzen Striche auf grauem Boden oder sogar schwarze Striche auf schwarzem Boden. Das habe ich auch schon festgestellt. Und das zog sich wirklich durch den ganzen Park. Alle Attraktionen hatten das. Das absolute Highlight, also ich erzähle erstmal die negativen Dinge, vielleicht danach die positiven, um die ja, Gemüter wieder fröhlich zu stimmen. Das absolute Highlight war einfach mal in der Colorado Q-Line. Ihr kennt ja die Extended Q-Line von Colorado, ja, die geht Richtung Silverado, Theater, ja, da ist auf dem Boden Steine. Diese Steine besitzen mehrere Farbvarianten von Rot bis Orange bis Dunkelrot bis Hellrot bis Braun. Also alle Farben verzeichnet. Und das Beste war, oder Braun, ganz viele braune Steine auch. Und das Highlight war tatsächlich auch, dass wir auf dem Boden ebenfalls Abstandsmarkierungen hatten in Form von Punkten ohne Hinweisen drin. Und das Krasseste war einfach, dass die Punkte eine braune Farbe hatten. Ja, was eh schon Schwierigkeiten bedeuten könnte, wenn man einen braunen Untergrund hat. Also so einen gemischten braunen, roten, braunen Untergrund. Dass man genau diese Punkte, die braun sind, ebenfalls auf die genau gleich getönten Steine draufpappt. Also genau die gleiche Braunfarbe, die der Boden gerade besitzt, klebst du diesen Aufkleber drauf und sagst, ja gut, ich habe Hygienekonzept, hier hast du 1,50 Meter zwischen dem und dem Punkt. Aber ohne Witz, das war ein schlechter Scherz eigentlich. Also ich dachte wirklich, die meinen das gerade als Scherz, ja, also das ist ein Witz. Aber nein, das war ernst gemeint.
dass diese Abstandsmarkierungen waren von diesem Park ernst gemeint. Wo ich mir dachte, Phantasialand, das ist dem Phantasialand echt überhaupt nicht. Es passt nicht. Es passt einfach nicht. So, dann hat der Park, oder ich weiß es nicht, wer das kommuniziert hat. Ich habe keine Ahnung, aber jemand hat gesagt, dass der Park halt möchte, dass die Gäste sich durch diese Maßnahmen nicht gestört fühlen und einen weitestgehend schönen Tag im Park erleben können, wo ich mir denke so, ja gut, aber wir haben Notsituationen, ja, aber es war gerade am Anfang von Corona nach dem ersten Lockdown, da hat jeder Panik geschoben und da kannst du nicht sagen so, ja, nee, ich mache braune Punkte auf braunen Boden, weil ich will nicht, dass die Leute sich dadurch gestört fühlen. Ja gut, dann hat der Park aber auch nicht begriffen, worum es geht, ja. Also das war schon für mich sehr heftig gewesen, was ich überhaupt nicht verstehe, und das war auch das Kernproblem des Vlogs wahrscheinlich von euch allen oder von vielen Zuschauern, die es einfach nicht kapiert haben, warum ich durchgehend gesagt habe, so, das funktioniert so nicht, das kannst du so nicht angehen. Es ist wirklich schlimm. Es ist schlimm, und da konnte ich auch in dem ganzen Vlogverlauf wenig Positives wiedergeben, weil eben diese Maßnahmen keine Maßnahmen waren, sondern einfach nur aufgeklebte Punkte auf dem Boden, damit man die Genehmigung bekommt, öffnen zu dürfen. Mehr war das nicht so, aber mit Sicherheit hatte das Ganze überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist wirklich sehr enttäuschend gegenüber dem Phantasialand, weil das Phantasialand wirklich einen sehr großen Namen hat in Deutschland, sogar weltweit auch, also jeder kennt den Namen Phantasialand. Jeder weiß, wo Klugheim ist, ja, wo der Themenbereich ist und welche Achterbahn das beinhaltet. Also viele Freizeitparks-Enthusiasten kennen sich aus. Aber wiederum verstehe ich dann nicht, warum man solche behinderten Kack-Scheiß-Maßnahmen in diesem wirklich sehr gut, eigentlich, in Klammern, sehr gut konzipierten Freizeitpark und bekannten Freizeitpark so umsetzt. Beispielsweise auch bei Zickzack-Q-Lines keine Trennwände zwischen macht, wie jeder Freizeitpark, den ich jetzt besucht habe, was die Hygieneregelung angeht, warum in diesem Park da nichts gemacht wird. Bis heute. Also ich war vor kurzem noch im Phantasialand und da hast du überhaupt nirgendwo Trennwände aus Plexi oder mit einer Folie drüber gezogen. Nein, die Q-Lines mit Zickzack sind immer noch alle gleich wie immer. Ja, du musst nur gucken, dass du Abstand hältst, ja. Aber jeder weiß, dass es nicht klappt. Ja, also Besucher sind sehr anstrengende Wesen. Und da musst du gucken, dass du die Sicherheit gewährleistest. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Und deswegen hat mich dieser Tag sehr aufgeregt im Phantasialand, weil ich gesehen habe im Moviepark Germany, ja, der ach so schlimme Moviepark, wo jeder drüber meckert und ein schlechtes Wort fallen gelassen hat. Jeder von euch hat schon mal das getan mit dem Moviepark. Der kriegt es hin, Trennwände zu machen, ja, aber ein Phantasialand kriegt es nicht hin. Und das war eben mein Kritikpunkt gewesen, wo viele, wirklich sehr viele, allergisch drauf reagiert hatten und meine Meinung überhaupt nicht verstanden haben. Gut, sei es drum, ich habe an diesem Tag wirklich sehr, sehr viele negative Beispiele erlebt, ja. Niemand hat sich an die Regeln gehalten, niemand hat die Q-Lines gesehen. Bestes Beispiel war Alt-Berlin, ja, also Q-Line vom Funhouse, von Hotel Tartuffe. Ja, es war eine Q-Line vorgegeben und niemand hat sich dran gehalten. Die ganze Q-Line ging einfach quer durch den ganzen Themenbereich und keiner hat darauf geachtet, wie man die Schlangenführung macht. Und das war einer der vielen Punkte, die mich gestört haben. Und das habe ich auch auf Kamera und das habe ich gezeigt und das habe ich gesagt. Aber trotzdem haben viele Zuschauer, beziehungsweise viele von euch, sage ich jetzt mal, ich spreche euch mal an, viele haben von euch gesagt so, ja, wie kannst du das sagen, bla, und du machst das Phantasialand schlecht. Nee, eben wegen Kritik, ja, wegen Kritik oder von Kritik kann ein Park leben und sich stetig verbessern. Und deswegen habe ich auch gesagt, so, das, was ich hier lebe und so, wie ich das Phantasialand kenne, war das eine wirkliche große Katastrophe und das kann der Park besser, wenn er nur möchte. Und das war ja eben der Kritikpunkt. Wenn der Park denn möchte, soll er das auch tun und auch umsetzen. So, und jetzt vor kurzem habe ich das Phantasialand wieder besucht und habe gesehen, dass ein paar Maßnahmen, die ich angesprochen habe, die mir nicht gefielen oder die ich als schlecht empfand, wurden tatsächlich geändert. Und da sage ich wieder, mega gut. Ja, finde ich gut, dass man
auf die Leute hört, beziehungsweise vielleicht auf die Behörden auch mal hört, und jetzt statt braune Bodenmarkierungen auf dem braunen Boden weiße macht. Ja, das ist ein kleiner Anfang, aber immerhin hat man dann zum Beispiel One-Ways gebildet im Phantasialand, weiße Bodenmarkierungen überall. Es geht ja, es geht doch tatsächlich so. Und es stört niemanden, ob der Punkt jetzt weiß ist oder halt braun, dass er nicht auffällt. Aber es ist halt eine Markierung und die sollte man auf dem Straßenverkehr auch beachten sollen. Oder willst du auf dem dunklen Teer, willst du da auch dunkle Striche machen? Ja, das ist ein Gegenargument, aber das kannst du ruhig nehmen und es ist berechtigt. Ja, es ist ein Warnsignal und da sollst du drauf achten. Ja, und es ist nichts anderes. So, wenn es weiß ist, auch schwarz, dann erkennst du es auch besser als schwarz auf schwarz. Es ist ganz einfach, ganz simpel und sollte jeder von euch verstehen. So, und das war halt der negative Punkt im Phantasialand, wo ich mir ganz viel Hate einkassiert habe. Also war mir von Anfang an klar, dass das passieren wird. Weil die Menschen eben nicht weiterdenken, nicht weiter nachdenken, nicht weiter grübeln und direkt urteilen, obwohl ich am Anfang gesagt habe, so, hey, oder im Video irgendwo gesagt habe, hey, das ist meine persönliche Meinung, aber das sollte jedem bekannt sein mittlerweile, dass man YouTube macht und seine, wenn das sein Vlog ist, ja, oder mein Vlog, es ist immer meine Meinung zu den ganzen Sachen. Ja, ich bin kein Allgemeinsprecher für euch alle oder eine Partei oder ein Präsident, nein, es ist meine Meinung, es ist mein Hobby und das mache ich auch nicht beruflich. So. Also für alle, die sich jetzt gefragt haben, also du musst schon an die Allgemeinheit denken. Nö, ich denke an mich. Das ist halt mein Punkt. So, aber jetzt habe ich wieder viel zu viel gelabert und bin aus dem Thema rausgegangen, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, ob es jetzt ein Europapark ist, wo die Hygienemaßnahmen auch mega top waren, ein Disneyland Paris, wo die Konzepte noch krasser waren, ja. Also da wurdest du wirklich an jeder Ecke ermahnt, wo du die Maske nicht anhattest. Also nochmal hinzugefügt, im Disneyland Paris musste man den ganzen Tag über die Maske tragen. Nicht nur in den Attraktionen, sondern im ganzen kompletten Resort. Also im Freizeitpark, im Studiospark oder in den Gängen draußen, im Disney Village, egal wo. Auf dem ganzen kompletten Disney-Gelände immer die Maske tragen. Hast du die kurz abgenommen, wurdest du direkt von 3 Mitarbeitern gleichzeitig ermahnt. Und da war die Maßnahme wohl am krassesten gewesen. Und wie man sieht, da hält sich jeder Park dran. Und das finde ich auch gut so. Was dazu führt, dass kein Park ein Infektionsherd war oder eine Infektion stattgefunden hat. Ich habe bis heute jetzt noch keinen Freizeitpark gehört oder erlebt, dass da sich eine Infektion stattgefunden hat oder sonst was. Totaler Schwachsinn. So, und dabei bin ich jetzt bei dem Punkt des ersten Themas, um den abzuschließen, und zwar danke an die Parks. Danke an den Moviepark, Phantasialand, Europapark, Disneyland etc. pp., Efteling, Toverland, egal in welchem Park ich jetzt dieses Jahr gewesen bin mit diesen Maßnahmen, da wollte ich trotzdem nochmal vielen, 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 vielen Dank sagen an die Parkbetreiber, an die Gäste, an die Mitarbeiter, die das Ganze ermöglicht haben, die Hand in Hand ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt haben in so einer kurzen Zeit. Und wirklich auch Leute ermahnt haben und an alles gedacht haben. Wirklich vielen Dank, dass wir die Parks besuchen durften, auch mit runtergefahrenen Kapazitäten, was ja wirklich ja, ein Minusgeschäft ist, wenn du nicht so viele Besucher reinlassen darfst, wie du eigentlich könntest. Es ist wirklich ein Minusgeschäft, da müssen wir uns keinen Balken vom Mund halten. Es ist ein fucking Minusgeschäft gewesen für dieses Jahr, für jeden Freizeitpark. Das hat man einfach gemerkt. Und trotzdem hat man uns Besuchern, uns Freizeitpark-Enthusiasten, die Möglichkeit gegeben, diese Parks besuchen zu dürfen. Ja, sei es ein Europapark, Efteling, ins Ausland zu fahren, im Disneyland Paris mal vorbeizuschauen für eine Woche oder sonst was. Ja, da bedanke ich mich auch persönlich dafür, dass man die Maßnahmen durchgesetzt hat, weil sowas kostet Geld, Freunde. Ja, es kostet viel Geld, diese Maßnahmen durchzuführen, umzusetzen. Es ist eine Stange Geld, die man dahin geblättert hat. Ja, und deswegen sage ich schon mal für diese Maßnahmen vielen Dank. Großes Dankeschön geht sowieso an den Moviepark Germany, der dieses Jahr ebenfalls das Halloween Horror Festival 2020 ermöglicht haben. Was ein voller Erfolg in meinen Augen war. Also es war wirklich sehr cool. Wir hatten 2 neue Maces.
der Frosch im Hals steckt immer noch drin. Hört ihr das? Es tut mir leid. Siehst du, das ist kein Corona, das ist ein Frosch. Heute ist es der Frosch. Gibt aber keinen Impfstoff dafür. Wie gesagt, ein großes Dankeschön geht wirklich an den Moviepark Germany für das Halloween Horror Festival 2020. Für die zwei neuen Maces. Vielen lieben Dank. Und auch, dass Scare Actors wieder auf den Straßen rumlaufen durften und. Vielen Dank dafür. Ich meine, es ist schwierig, als Freizeitpark, die einer Gruppe in Spanien, sag ich mal, angebunden ist. Da hast du ja nicht viele Möglichkeiten, sondern du musst ja immer gucken, genehmigt die Gruppe das, kriegst du das finanziell unterstützt und pipapo. Hat aber dann wohl letztendlich geklappt und auf jeden Fall bedanke ich mich da als Parktube, als Name Parktube, bedanke ich mich dafür, dass wir das erleben durften, ja. Ebenfalls noch ein riesen Dankeschön wieder an den Moviepark oder beziehungsweise an die Gruppe, dass wir als Jahreskartenbesitzer nicht vernachlässigt wurden, sondern wir durften uns sogar die Jahreskarten neu kaufen für dieses Jahr und sogar unbegrenzt, ja. Also wenn Platz frei war für den Tag XY, durftest du dich registrieren und auch an dem Tag kommen. Und da geht auch ein großes Dankeschön dafür, dass wir eben als als Jahreskartenbesitzer des Movieparks Germanys nicht vernachlässigt wurden, sondern stetig dazu in der Lage waren, effektiv jeden Tag kommen zu dürfen. Also auch das, vielen Dank. Hätte ich mir bei anderen Freizeitparks auch gewünscht, zum Beispiel das Phantasialand oder der Europapark. Da hat es leider nicht so geklappt mit den Jahreskarten. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Weil jeder sagt, ja, gut, der Moviepark besitzt nicht so viele Besucher im Jahr und da kann man das vielleicht verstehen. Ja, aber warum funktioniert das Gleiche wie im Moviepark Germany auch in Paris im Disneyland? Im Disneyland war auch Jahreskarten bestellt, auch in der Corona-Zeit. Und es hat wunderbar funktioniert. Wir haben 5 Tage am Stück reserviert und es hat alles wunderbar geklappt. Das heißt auch, genau das gleiche im Prinzip wie im Moviepark hast du auch im Disneyland Resort Paris. Das heißt, du meldest dich an für deinen Tag, wann du kommen willst, auch mehrmals hintereinander. Das heißt, du musst keinen Tag warten, sondern du kannst direkt deine Besuchstage reservieren, wie fröhlich du bist. Aber der einzige Nachteil ist, du musst diese Termine auch wahrnehmen, sonst könnte es sein, dass deine Jahreskarte dadurch gesperrt wird. So, aber auf jeden Fall geht ein großes, großes Dankeschön an die Freizeitparks, die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben, dieses Jahr öffnen zu dürfen, ihre Mitarbeiter am Start hatten, uns Jahreskartenbesitzer teils nicht vernachlässigt haben. Gut, wiederum hattest du im Phantasialand einen Tag freien Eintritt als Jahreskartenbesitzer im Monat, im Europapark ebenfalls. Auch da geht trotzdem mein Dankeschön raus, dass wir da auch tolle Zeiten erleben durften. Vielen lieben Dank an das Phantasialand für den tollen neuen Themenbereich Rookburg. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Es ist meine Nummer 1 Lieblingsachterbahn. Fly ist meine aktuelle Lieblingsachterbahn. Ich sage, es spricht schon für sich, was thematisch diese Bahn drauf hat oder wie krass dieser Themenbereich oder das Themengebiet, die Themenwelt ist. Trotzdem auch danke ans Phantasialand, auch wenn es nach 4 Jahren, 4,5 Jahren soweit ist. Ja, es war eine lange Zeit. Teilweise hat sich das Warten auch gelohnt. Also es ist wirklich eine tolle Achterbahn geworden mit tollen Elementen. Es ist wirklich ins kleinste Detail durchthematisiert. Wirklich Chapeau, vielen Dank für diese Bahn. Auch in dieser schwierigen Zeit, dass man diese Bahn testen durfte. Danke dafür. So. Ich glaube, das war die Dankesrede an die Parks. Und gehen jetzt zum weiteren Themenpunkt für heute. Ja, also das nächste Thema, das wird, glaube ich, ein bisschen kürzer sein. Aber wir haben ja momentan wieder erneut einen Lockdown. Ja, also wir sind gerade, haben wir den 6.11.2020 und wir befinden uns im Lockdown Nummer 2 hier in Deutschland. Der, und das könnte jetzt, Moment, es könnte jetzt auch ein bisschen politisch werden, es tut mir leid. Also im zweiten Lockdown in Deutschland, den es meiner Meinung nach
überhaupt nicht geben müsste, weil es ist ein totaler Schwachsinn, den jetzt durchzuführen und eben die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Ich nehme mal so ein paar Beispiele und zwar Lockdown 2 beinhaltet die Schließung, ja, also ich habe das jetzt nicht vor mir liegen, aber im Kopf halt die Schließung von Diskotheken, Bars, also Diskotheken sind schon eh länger zu, Bars, Restaurants, Kneipen, Freizeitparks, Schwimmbäder, Freizeitparkeinrichtungen, gut, das sind die Freizeitparks, dann hast du noch, was gab es da noch, Tattoo-Studios, glaube ich, keine Ahnung, also irgendwas, was total unsinnig ist, weil alle, die ich gerade aufgezählt habe und noch viel mehr davon, sind keine Infektionsherde, sprich, es wurde niemand, sag ich mal, in einem Restaurant. Es wurde niemand in einem Freizeitpark. Es wurde niemand in einem Fitnessstudio oder sonst wo infiziert, ja, und man hat in diesen, eben in diesen Lokalen, die ich gerade aufgezählt habe, inklusive der Freizeitparks, hat man mega geile, gut durchdachte Hygienekonzepte gehabt. Wirklich mega geile, man kann jeden Gast, egal wo er sich gerade auffand, man kann jeden Gast zurückverfolgen, ja, man hat die Telefonnummer, man hat die Anschrift, man hat den Namen und das sollte euch allen ja bekannt sein, wenn ihr ein Restaurant oder sonst was besucht habt, alleine schon durch eure Online-Tickets in den Freizeitparks hat man schon eure ganzen Daten, wo man euch zurückverfolgen könnte und das zeugt davon, dass man mega geile Konzepte aufgebaut hat, ja, also ermöglicht hat, ja, für viel Geld, wirklich für viel Geld, es ist nicht günstig. Einige Parks haben extra eine App dafür entwickelt, ja, sage ich jetzt mal, Magmedia, Europapark, es ist nicht günstig sowas. So, pass auf, und dann fährt man hin und als Bundesregierung sagt man dann so, hey, pass auf, Lockdown 2, weil die Zahlen, die steigen ja, die steigen enorm. Ich meine, es entsteht ein Risikogebiet, wenn man 50 Infizierte pro 100.000 Einwohnern hat. Das ist ein Wert von 0,05%. Wenn ein Wert von 0,05% Infizierten in deinem Gebiet erreicht wurden, gilt das als Risikogebiet. Ja, es lässt sich drüber streiten. Was ist Corona? Tut Corona weh? Tötet Corona Menschen? Darüber will ich jetzt weniger reden, weil auf den Aluhut habe ich echt wenig Lust, meine Freunde, weil da wird man immer dahingestellt als Corona-Leugner. Aber da müssen die Leute erstmal anfangen zuzuhören, was man dann sagt. Ja, deswegen will ich dieses Thema erstmal außen vor lassen, was diesen Podcast angeht. Wir können gerne darüber in einem anderen Podcast reden, wenn Bedarf ist. Da müsst ihr aber das aber auch in die Kommentare schreiben. Wenn Bedarf ist, darüber zu reden, also politisch, wirklich sehr politisch zu werden, dann ist das gar kein Problem. Das können wir gerne machen. Aber dann einen separaten Podcast. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das gerne hinschreiben. Aber ich werde das jetzt erstmal außen vor lassen, weil sonst sprengt das den Rahmen hier. Das brauchen wir auch gar nicht. Aber wie gesagt, das sind halt die Betriebe oder die Freizeiteinrichtungen, die das beste Konzept erspielt haben. Und das Konzept ging auch auf, denn wir hatten keine Infektionsherde in keiner dieser Lokalitäten. Sei es ein Fitnessstudio, ein Restaurant oder eine Bar oder sonst oder ein Freizeitpark sowieso, hatten wir nie eine Ansteckung gehabt. Ja, nicht mal eine. Und stell dir vor, gäbe es eine Ansteckung, hättest du sofort Bescheid bekommen. Ja, das ist eben dieser die Rückverfolgung, die hat es ja überall gehabt, eben durch diese Online-Tickets und zum Beispiel Fitnessstudios hast du ja deine Mitgliedskarte, das ist ja sowieso einfach. In einem Restaurant, wenn du essen gehst, musst du ja auch deine Daten auf dem Blatt schreiben oder sonst so angeben. Es ist alles wirklich sicher, jeder hat seine Konzepte entwickelt, die wirklich viel Geld kosten, damit sie öffnen dürfen, damit sie wenigstens, wie ein Restaurant, sage ich jetzt mal, mit 30% nur ihr Geschäft führen können, mit 30% Kapazität. Das ist wirklich, also man weiß eh, dass die Gastronomie mega viel oder mega hart mit der Wirtschaft hier in Deutschland zu tun hat. Ja, also es kostet sehr viel Geld und man freut sich über jeden Gast und da musst du auf 30% Leistung runterfahren. Sag ich jetzt mal als Gastronome, ja, weil es Freizeitparks hin oder her, aber es leiden wirklich sehr viele drunter. So,
Und dann ist das Beste daran jetzt, pass auf, wir haben Lockdown 2 und man schließt eben diese Einrichtungen, ja, Hotels, Restaurants, Fitnessstudios, Freizeitparks, Freizeiteinrichtungen, Zoos, eben man schließt eben diese Einrichtungen, wo sich nie jemand angesteckt hat, ja, was kein Infektionsherd ist, oder es ist doch unfassbar, es ist wirklich, hörst du das? Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich atme nur durch und versuche, die Worte zusammenzureihen, die in meinem Kopf gerade reindringen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich als Freizeitpark, ich sage jetzt mal, ich bin Freizeitpark, ich bin Park-Tube-Park, ja, und habe mein tolles Konzept entwickelt, hat mich 100.000 Ocken gekostet, ja, 100k, sage ich jetzt mal so. Keiner hat sich angesteckt. Im Notfall ist jeder zurückverfolgbar, ja, jeder, der an dem Tag da war, der kann zurückverfolgt werden. Und sagt die Bundesregierung so, jetzt pass auf, Park to Park, mach deine Pforten zu, weil die Infektionszahlen steigen. Und dann denke ich mir so, ja gut, und was habe ich damit zu tun? Und das ist der Moment, wo sich die ganzen Leute dachten, die ganzen Betreiber, die Freizeitparks betreiben, die ein Fitnessstudio betreiben, ein Restaurant zu führen haben, denken sich dann, warum soll ich denn jetzt schließen? Ich habe damit nichts zu tun. Ja, wenn die Leute sich in Bus und Bahn anstecken, was ja eh öfter passiert, oder privat zu Hause, dann ist das deren Brot, Alter. Da muss ich kein Krümel von ziehen, das ist deren scheiß Brot und das sollen sie schön alleine auspicken. Ja, aber da habe ich nichts mit zu tun. Es kann doch nicht sein, dass ich als Freizeitpark, als Europapark, der arme Roland Mack, Alter, der hat ja in seiner letzten Ansprache, muss er sagen, und schon wieder erneut müssen wir einen Lockdown verrichten. Und da hat er auch gesagt, wir haben ein sicheres Hotel, einen sicheren Freizeitpark, eine sichere Wasserwelt. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir mit unserem tollen Hygienekonzept hier wieder schließen müssen. Man hat schon gemerkt, dass er sehr emotional getroffen wurde. Und das verstehe ich auch. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich als Nicht-Infektionstreiber diesen Park schließen muss, der so viel Geld investiert hat in den letzten Jahren, dass ich sagen muss, so, ich lasse keine Gäste rein, weil sich hier keiner ansteckt. What the fuck? So, und da sage ich, es ist ein Appell an euch, wacht auf. Wacht einfach auf. Und sagt, dass es so nicht weitergeht. Ja, und wenn du einfach sagst, ja gut, der Freizeitpark XY, der muss jetzt schließen, weil das und das. Nee, du bist ein Bürger des deutschen Volks, ja, du wohnst in Deutschland, du hast deine Stimme, die du erheben kannst, dann tu das auch und dann sag, nee, nicht mit uns, warum soll ein Freizeitpark oder mein Lieblingspark schließen, warum soll das passieren, sag einfach, steh auf und sag, nein, möchte ich nicht, und erst wenn alle aufstehen und sagen, dass es so nicht weitergeht, dann wird die Bundesregierung uns irgendwann hören, aber wenn wir sagen, so, ja, gut, müssen wir jetzt hinnehmen, ist ja sehr schlimm, das Corona und so, sei mal dahingestellt, aber es geht ja halt darum, dass sich in diesen Fällen oder in diesen Abteilungen, in diesen Bereichen niemand angesteckt hat. Es hat sich niemand, nicht mal eine einzelne Person ist uns bekannt, dass man sich da angesteckt hat, und das ist eben das Problem. Aber Schulen, Kindergärten, Bus und Bahnen haben alle offen und da ist das Infektionsrisiko viel größer und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es so ist, weil da die meisten Ansteckungen passieren und im privaten Ring sowieso, wenn man zum Beispiel eine Hochzeit mit 500 Menschen feiert, ja, türkische Hochzeit kennt man ja, da sind mindestens 500-600 Leute eingeladen, scheiß drauf, Alter, wir ziehen's durch, ja, aber dafür darf der Europapark dann schließen. Und das ist eben sehr unfair. Das ist wirklich sehr unfair. Und da sage ich so mit mir, nö. Ja, also wenn ich die Wahl hätte, aufzustehen, würde ich das tun. Ja, der nächste Prozess oder der nächste Protest dagegen, da ist der Andi sowieso dabei. Also mit mir nicht. Das reicht mir langsam. Und da hätte vielleicht auch die politische, sondern meine Meinung zu dem Ganzen. Es ist einfach nur Quatsch. Ja, pass auf. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt nicht politisch werde oder sonst was. Oder Corona leugne oder so. Das habe ich nie gesagt. Das Virus wird meinerseits nicht geleugnet. Das Virus ist da.
das Coronavirus, das Covid-19-Virus, Covid-19-Virus ist vorhanden, es ist mutiert. Es ist bekannt seit 1960, plus, minus, schlagt mich tot. Es ist da, ja. Es ist auch gefährlich für ältere Menschen, aber für ältere Menschen ist ebenfalls eine Grippe sehr gefährlich. Es ist ebenfalls eine Erkältung sehr gefährlich. Ich kenne in meinem privaten Kreis, da ist ein älterer Mensch dran gestorben, und zwar an einer Erkältung, ja. Und da muss man halt aufpassen, wie man mit den Zahlen umgeht, ja. Deutschland, beziehungsweise die ganze Welt geht jetzt von diesen Kurztests, lässt sie sich von lenken. Ja, es tut mir leid, es wird kurz politisch. Ja, man lässt sich von diesen Zahlen lenken, die positiv getestet sind, in Klammern. Es ist halt alles nur in Klammern, meine Freunde. Das sind Schnelltests, PCR-Tests. Das ist eine Erfolgsquote von, was, ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall unter 100%. So. Die Erfolgsquote spricht eben dafür, dass die meisten PCR-Tests eben falsch sind. Ja, und man schließt sich dann auf eine Zahl fest, die eben falsch sein könnte oder falsch ist sogar. Und deswegen geht man dann diese Wege und schließt die Freizeitparks, Fitnessstudios, Restaurants, weil eben dieser Wert von über 50 pro 100.000 Einwohnern überschritten wird. Ja, aber wie viele von den 50 sind denn wirklich erkrankt? Vielleicht einer oder vielleicht zwei oder im besten Falle sogar niemand von den 50. Und das muss aufhören. Diese ständige Testerei und dadurch die ganze Wirtschaft runterfahren. Ich weiß nicht, ob du Bock darauf hast, der gerade zuhört, aber sagt, ja, aber es ist notwendig und es ist wichtig, dass man testet. Gut, dann mach das mal, ja. Am Ende sind eh alle noch froh und munter und leben. Aber deine Lieblingsfreizeitparks, wie zum Beispiel der Moviepark, der Heidepark oder das Phantasialand zum Beispiel, können nicht mehr öffnen, weil die Wirtschaftskrise sie im Bann hat. Und dann hast du eine wirklich sehr doofe Arschkarte gezogen, weil du nicht aufgestanden bist. Und hey, siehe da, jetzt ist es zu spät. Ja. Und das ist eben das, also ich verlange von niemanden, aber bildet euch wirklich eure eigene Meinung. Hört auf, diesen klassischen Medien zuzuhören, sei es eine RTL-Sendung oder NTV oder ZDF oder sonst was. Hört, also ihr könnt euch das natürlich reinziehen, das ist jedem selber überlassen. Ich verbiete euch gar nichts, aber jeder sollte mal anfangen, ein bisschen selber nachzudenken. Eins und eins zusammenzuzählen, das, was du da vielleicht siehst und da siehst und es passt halt nicht zusammen, dann denk doch mal andersrum und guck mal, auf welchen Nenner du kommst, ja, also lass dich nicht von den Medien lenken, sondern guck, was du siehst, guck, was du erfasst und was du daraus schließen könntest, ja. Mehr will ich von euch nicht wissen oder verlangen, ich verlange sowieso nichts, aber es ist an der Zeit mal zu sagen, so, seit 8,5 Monaten, fast 9, kennen wir das schon, das ganze Corona-Geschissel. Anfangs habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, das ist ja schlimm, das hört sich sehr schlimm an. Aber dann hast du jetzt, nach 8 Monaten oder nach 8,5 Monaten, siehst du so, ja, außer dass die Wirtschaft jetzt in den Keller fährt, tut sich nicht viel bei der Menschheit, ja. Die Sterberate ist genauso hoch wie im letzten Jahr auch und in den letzten Jahren davor auch. Also hier ist nichts, ne? Und die Krankenhäuser, ja, die Stationen, die freigehalten werden für Corona-Patienten, sind alle leer, allesamt leer, da ist niemand drin. Denkt man sich auch so, okay, ich glaube, das ist eher der Plan der Bundesregierung, einfach die Wirtschaft mal voll in den Keller zu fahren. Und das war jetzt meine Erkenntnis und deswegen sage ich mit mir so, nicht. Es tut mir leid, aber ich bin wirklich, ich bin kein Leugner, immer noch, ja, es gibt das Virus, sonst hätte man das ja nicht gemacht, ja, aber es reicht mir langsam. Es reicht mir langsam, dass man solche komischen Maßnahmen ergreift, wo dann alles schließen muss, für die Leute, das schließt, die damit überhaupt nichts zu tun haben oder kein Infektionsherd waren, ja, oder ein Infektionsgebiet. Das ist eben das, was ich verhindern möchte, so. Und das sind die Leute, die drunter leiden. Das war das Thema. Zusammengefasst. Dieser Frosch, das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, ich muss die Musik mal
So, jetzt kommen wir zum allerletzten Thema für heute und da kommen wir auch endlich mal weg von den ganzen Corona-Schüssel. Ich kann das genauso wie du, der gerade zuhört, kann ich das auch nicht mehr hören. Es geht nur noch irgendwo einen auf den Senkel. Ich weiß es, das musst du mir nicht sagen, ich weiß es genau. Ich kann es auch nicht mehr hören, ich will einfach nur ganz normal leben wie im Jahre 2019, wo man ja dachte, das Jahr kann doch nicht mehr schlimmer werden. Ja, dann kam 2020. Es ist ein Widerspruch in sich, ich weiß. So, aber wir kommen jetzt zum allerletzten Thema des heutigen Podcasts. First Drop to Talk, Nummer 6, sechste Ausgabe, Today. Und dann kommen wir jetzt auch zum letzten Thema. So. Kurz mal durchschnaufen. Zukunft. Parkt im Studio, beziehungsweise Livestream Studio. Also, ich habe ja auch am Anfang des Podcasts erläutert, dass wir ja momentan einen Livestream führen, der eigentlich so nicht geplant war, aber der eben durch diese Lockdown-Geschichte zustande kam, Liftel aus der Pandemie gestartet, am, weiß ich gar nicht, am 25. März, 26. März 2020, ja. Wir haben jetzt den 6.11. Das heißt, wir haben einige Monate hinter uns gebracht. Und auch tatsächlich sehr viele Streams. 70 Livestreams aus diesem provisorischen, und da sage ich nochmal laut, provisorischen Studio haben wir durchgeführt, inklusive ein paar Halloween-Streams mit einer Deko, mit Deko-Elementen, fand ich auch ganz cool. Mit Gäste hatten wir auch hier ganz viele, zahlreiche Gäste, ganz viele Rave-Times haben wir durchlebt, ja, und es kommen noch ein paar, also das ist jetzt nicht das Ende, nicht mehr die Dankesagung, sondern es geht noch weiter. Viele Themen haben wir besprochen. Und aber bald, meine Freunde, und das ist sehr zuversichtlich, endlich, wird es bald dazu kommen, dass wir einen Umzug bevorstehen haben. Das heißt, wir ziehen aus der aktuellen Wohnung aus und ziehen in Richtung, in der Nähe von Brühl, kleiner Ort in der Nähe von Brühl. Wenn wir hinziehen, wir haben eine Wohnung zugesagt bekommen, die wird genau gerade für uns renoviert, für unsere Ansprüche auch tatsächlich. Auch vielen Dank an den Uli. Ich sag mal Uli, das ist unser neuer Vermieter. Sag ich ein großes Dankeschön. Ich weiß genau, dass er nicht zuhören wird hier, weil es ist nicht sein Gebiet. Aber sei mal dahingestellt. Vielen Dank Uli, unser neuer Vermieter, der uns die Wohnung so zubereitet, wie wir sie möchten. Mit Stromleitungen, mit Wasserleitungen, wie wir sie möchten. Also da geht ein großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank an dich, Uli, dass uns das ermöglicht. Und dass du als Kumpel und Vermieter an unserer Seite stehen wirst. Vielen Dank dafür. Wenn wir eine neue Wohnung beziehen, in der Nähe von Brühl, beziehungsweise um genau zu sein, 8 Minuten Fahrzeit mit dem Auto vom Phantasialand. Das heißt, ja, ein guter Hotspot tatsächlich, auch wenn was Neues im Phantasialand eröffnet, an diesen 8 Minuten drüben. Große Konkurrenz? Fragezeichen? Nee, auf jeden Fall, ich freue mich wirklich sehr auf diese Wohnung. Diese Wohnung wird einzigartig. Ich sage es so, weil ich es weiß, weil wir unseren Plan schon geschrieben haben. Ich weiß, wie unsere Wohnung aussehen wird. Wir haben für jeden Raum was geplant. Da wird es dann auch von Stand heute, sage ich mal, vielleicht in 1 oder 2 Jahren, spätestens, also aller spätestens in 2 Jahren, wird es eine Wohnungstour auf YouTube geben, wo ich euch die einzelnen Räume präsentiere, was wir daraus gemacht haben. Denn wir haben große Pläne, wir haben Großes vor. Und auch wiederum ein neues Studio für Parktube. Da ist auch wieder Großes geplant. Man kennt ja die alten Studios von Parktube, die allerersten, wo ich die Parkpläne an der Wand hängen hatte. Danach kam das Klugheim-Studio, was wirklich sehr imposant war. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Studio mal stehen habe hinter mir. Aber es wurde ermöglicht. Man hat sich den Plan vorgestellt. Es war eine Schnapsidee. Und 2 Monate später stand das ganze Ding fertig hinter dir. Und dann dachte man sich so, okay, es klappt tatsächlich. Ja. Und dann kamen halt ein paar Komplikationen. Das Studio ist jetzt weg aktuell.
Somit muss man jetzt für diesen Leistung, für den Lift aus der Pandemie, muss man wirklich ein provisorisches Studio entwickeln. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr provisorisch. Es ist wirklich mit den einfachsten Mitteln hergestellt. Trotzdem kommt es gut an, ja, weil durch die Lichttechnik wird viel verborgen. Und das ganze Studio, was man jetzt bei der Lifting aus der Pandemie sieht, wurde innerhalb von einer halben Stunde aufgebaut. Alles insgesamt halbe Stunde. Verkabelung reden wir jetzt nicht drüber. Verkabelung hat ein bisschen länger gedauert. Aber an sich hat der ganze Bau des Studios eine halbe Stunde gedauert. Also das ist wirklich, wie man es schon raushört, sehr provisorisch, sehr einfach. Aber damit sind wir beim nächsten Thema, und zwar dem neuen Studio in der neuen Wohnung. Wie gesagt, spätestens innerhalb von den nächsten 2 Jahren, ab heute, gibt es dann auch die Tour durch die ganze Wohnung. Aber jetzt bin ich bei der Bauzeit des neuen Studios angelangt. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ja, also wir ziehen ungefähr, ich weiß nicht wann genau, aber ungefähr ziehen wir Ende Dezember, Anfang Januar, irgendwo dazwischen, ziehen wir dann tatsächlich um. Und ab dem Tag, wo wir wirklich drin sind, fangen wir an, das neue Studio zu entwickeln, zu kreieren, beziehungsweise auch aufzubauen, beziehungsweise die Materialien zusammenzustellen. Das heißt, wir sind effektiv, sagen wir mal, Mitte Januar sind wir jetzt eingezogen. Ja, ich sag mal, der späteste Zeitpunkt ist immer am realistischsten. Ja, das kann ja auch noch später werden, man weiß es nicht. Es kann ja immer noch was dazwischen kommen. Toi, toi, toi. Aber sagen wir mal, effektiv fangen wir an, Mitte Januar das Studio an zu bauen. Ja, müssen Materialien besorgen, vielleicht was bestellen oder das oder dies oder das. Es kommt immer was dazu. Ja, sagen wir mal, wir sind effektiv dann dran, dieses Studio ungelogene 30 Tage, einen Monat aufzubauen, weil es wird wirklich sehr detailreich, es wird sehr viel passieren in diesem Studio. Das ist der aller einzige Spoiler, den ich euch mitnehmen oder mitgeben kann. Es wird viel passieren im Studio, es wird viel zu sehen sein, aber welches Thema es am Ende einnehmen wird und was genau zu sehen sein wird in diesem Studio, werdet ihr dann an dem Abend, wo das Ganze bekannt gegeben wird, erfahren. Also ich würde mir das so vor... Moment. Der Frosch, ich sag's euch. Also, ich habe mir das so vorgestellt, wenn wir dann quasi in der Finalrunde sind, ja, was das Studio angeht, werde ich dann quasi, wie auch bei dem letzten Studio Aufbau-Vlog, werde ich dann auch anfangen, eine Baudokumentation zu führen mit diesem neuen Studio. Das wird auf jeden Fall passieren. Man möchte alles festhalten, wie es funktioniert hat, was waren die Komplikationen, wie haben wir es aufgebaut, warum haben wir es aufgebaut. Da würde ich gerne natürlich auch wieder eine Dokumentation machen. Und so habe ich mir das vorgestellt, diese Dokumentation wird dann als extra Premiere-Video an dem Abend, bevor der Livestream startet, wird er dann online kommen. Das heißt, als Premiere-Video. Das heißt, ab einer bestimmten Uhrzeit geht das online. Und dann kannst du auch gleichzeitig mit allen anderen Usern gleichzeitig gucken und auch kommentieren. Das finde ich sehr wichtig, damit man da sich austauscht und guckt, wie kommt es an, was hat man gesehen. Und kontinuierlich nach diesem Premiere-Vlog beziehungsweise nach dem Video wird es dann den offiziellen ersten Livestream aus dem neuen Studio geben. So habe ich mir das Ganze gedacht. Wie gesagt, was das Thema angeht mit dem neuen Studio, da müsst ihr noch euch ein bisschen gedulden. Ich weiß, es ist immer doof, ja, wenn man jetzt sagen muss, ja, wartet ab, es wird euch gefallen. Ich weiß genau, es brennt euch unter den Fingernägeln herauszufinden, welches Thema es sein wird. Ja, also würde ich es nicht wissen, würde ich mich auch sehr ärgern. Aber auf jeden Fall freue ich mich, weil ich auf der anderen Seite sitze. Ich weiß Bescheid, was wir vorhaben, wie es aussehen wird. Ungefähr weiß ich auch. Wir haben schon ein paar Pläne zusammengestellt, geschrieben, beziehungsweise miteinander abgesprochen. Es werden einige Menschen mit involviert sein. Ich glaube insgesamt 5 Leute, die bei dem Bau des Studios
mit am Werkeln sind, ja, sei es Technik, sei es Aufbau, sei es das Digitale, quasi Logos erstellen oder sonst was. Also es sind mindestens 5 Köpfe mit involviert in das ganze Projekt, vielleicht sogar 6, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Projekt, das am Ende da steht und wir alle stolz drauf sein können. Ja, also als du auch als Zuschauer wirst hoffentlich mega stolz auf uns sein, weil wenn wir fertig sind, gönnen wir uns alle erstmal einen Drink und stoßen zusammen an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall dann ein verdienter Drink für alle, wenn wir mit dem Projekt fertig sind. Aber das Ganze ist Zukunftsmusik. Und ich bin gespannt, wenn ich mir diesen Podcast nochmal in einem Jahr anhören werde, ob das Ganze so geklappt hat, wie ich mir das heute hier so gewünscht habe oder ausgemalt habe. Aber ich denke schon. Von daher werde ich euch jetzt auch in Ruhe lassen. Nach circa einer Stunde und ja 6 Minuten sind wir jetzt dran. Entlasse ich euch jetzt hier aus diesem Podcast. War auf jeden Fall eine sehr spannende Reise heute. Von Dankessagen bis Pleite sagen, sage ich jetzt mal so, bis Zukunftsmusik haben wir alles gehabt. Wie gesagt, trotzdem vielen Dank an die Freizeitparks, die sich da Mühe gegeben haben, an alle anderen auch, die viel Zeit und Geld investiert haben, dass das Ganze irgendwie läuft. Und an die anderen nochmal, informiert euch auf jeden Fall über andere Plattformen außer RTL, ZDF oder die ganzen komischen Medien, beziehungsweise die Medien, die immer dasselbe berichten, über dieselben Zahlen rausbringen. Da nochmal ein Anspruch an euch. Interessiert euch ein bisschen dafür. Fragt nach, hinterfragt ein bisschen. Das ist ganz wichtig. Hinterfragen ist wirklich Gold wert. Und auf jeden Fall war das alles jetzt von dem Podcast hier. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. An diejenigen, die jetzt ja bis zum Ende da geblieben sind. Hier aus dem First Drop To Talk Nummer 6, es tut mir leid, mein Halskratzen, der komische Kobold bzw. der grüne Frosch steckt immer noch drin. Und nein, es ist kein Corona, es ist nur ein Frosch im Hals, immer noch. So, also, ihr dürft gespannt sein, was euch in der Zukunft vom Parktube so erwarten wird. Ich bin auch sehr gespannt, ich bin sehr froh, dass wir endlich bald neue Wände um uns herum haben und endlich unsere Projekte, die wir so vorhaben, auch anfangen können. Und wie gesagt, wenn wir mit allen fertig sind, mit allen Vorhaben in der neuen Wohnung, werde ich euch mitnehmen zu einer Tour durch die komplette Wohnung und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Und das waren meine letzten Worte hier aus dem Podcast. Und wie gesagt, vielen Dank, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sei es aus YouTube oder aus Instagram, wollte ich sagen, oder Spotify, egal wo ihr zugehört habt, egal an welcher, in welcher Jahreszeit, ja, in welcher Jahreszeit ist auch egal, ob tags oder abends oder nachts, egal wann ihr gehört habt, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend, Nacht und wir hören uns dann im nächsten Podcast hier bei Parktube und zwar First Drop to Talk Nummer 6 ist raus, offline und wir hören uns dann demnächst wieder hier auf dem Parktube-Kanal. Sei es ein Vlog oder Livestream oder Podcast. Wir hören uns, wir sehen uns. Euer Andi von Parktube ist raus. Lächeln wegen nicht vergessen. Jetzt auch beim Podcast. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Vielen Dank, macht's gut und ciao, meine Freunde. Macht's gut.